Hi, hier ist Crook und in diesem Video zeige ich dir einen schnellen Guide, wie du in Warzone deine Waffen leveln kannst. Wenn ich dir helfen konnte, dann like doch das Video und abonniere meinen Kanal, wenn du Bock auf mehr Gaming-Content von mir hast. Was euer Loadout betrifft, fangen wir mit den Extras an. In der zweiten Spalte der Extras gibt es hier einen Perk, der Punktefreund heißt. Laut Beschreibung bekommt man hier zwar eigentlich nur mehr Geld für das Abschließen von Aufträgen. Was hier nicht dabei steht, ist, dass es euch auch 20% mehr XP für das Abschließen der Aufträge gibt. Alle anderen Extras sind euch überlassen. Packt euch natürlich in euren Loadout auch die Waffe rein, die ihr leveln wollt. Auch für die normalen Waffen ist es noch ein Tipp, dort bei den Extras zu gucken, wann ihr mehr Moneten freischaltet. Zum einen erhaltet ihr in Warzone mehr XP für normale Abschüsse und braucht nicht mal Kopfschüsse wie im normalen Multiplayer. Und zum anderen bekommt ihr auch hier einen kleinen XP-Boost, wenn ihr das ausgerüstet habt, während ihr die Aufträge abschließt. Begebt euch nun, sofern verfügbar, in den Beutegeldmodus und organisiert euch ein Fahrzeug, am besten natürlich ein Heli. Denkt aber auch dran, eure Waffen-XP-Tokens einzusetzen, wenn gerade kein Dreifach-Doppel-XP-Event aktiv ist. Von hier aus ist es euer Ziel, so viele Hamstern-Missionen wie möglich in der Runde abzuschließen. Diese geben zwar nur 1000 XP, sind dafür aber wahnsinnig schnell abzuschließen. Diese 1000 XP bekommt ihr beim Abschluss der Mission auch für die Waffe gutgeschrieben, die ihr zum Zeitpunkt des Abschlusses in der Hand haltet. Je nachdem, wie schnell die Lobby mit dem regulären Ziel für Beutegeld ist, habt ihr etwa 12 bis 15 Minuten Zeit, um so viele Aufträge wie möglich zu schaffen. Übrigens waren es hier nur 1000 Punkte, weil ich das extra Punktefreunde nicht ausgerüstet hatte. Mit dem Punktefreund extra erhaltet ihr 1200 XP, wie ihr hier sehen konntet. Ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, dass ihr bei den Hamster-Missionen nicht mal aussteigen müsst. Solange ihr nah genug an die Buy-Station fahrt oder fliegt, bekommt ihr es trotzdem als abgeschlossen. Dabei müsst ihr nur beachten, dass ihr auch die richtige Waffe, nämlich die, die ihr leveln wollt, in der Hand haltet, während ihr in das Fahrzeug einsteigt. Je nachdem, wie schnell ihr dabei seid oder auch je nachdem, wo die nächste Mission zu finden ist, schafft ihr etwa 8 bis 10 Aufträge pro Match. Dadurch sollte es sich schaffen lassen, innerhalb von unter einer Stunde die Waffe komplett hochgelevelt zu haben. Ein weiterer Tipp von mir ist, dass ihr euch am besten immer auf der rechten Seite der Karte aufhaltet. Gerade wenn ihr mit einem Heli unterwegs seid, werdet ihr beispielsweise über Downtown, Storage Town oder beim Superstore wahnsinnig schnell aus dem Himmel geschossen. Sollte sich die nächste Hamster-Mission erst auf der anderen Seite der Map befinden, könnt ihr alternativ auch die Sicherungs-, also die Aufklärungsmissionen machen. Diese geben mit Punktefreund 1800 XP und dauern auch nicht sehr lang. Da Beutegeld für drei Leute ausgelegt ist, dauert es aber natürlich länger, wenn ihr alleine in der Aufklärung steht, als wenn ihr zu zweit oder dritt im Bereich seid. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr mal aus der Luft geschossen werdet, während ihr auf dem Weg zu einem Auftrag seid. Wenn ihr einfach wieder einsteigt, könnt ihr den Auftrag ganz normal fertig machen. Gerade wenn dreifach Doppel-XP aktiv sind und man vielleicht gerade niemanden zum Online-Zocken hat, ist es eine gute Möglichkeit, den Battle Pass schneller voll zu kriegen, gerade wenn man keine Lust hat, im Einzel rumzuschimmeln. Innerhalb von etwa 2,5 Spielen hatte ich die Kali-Stöcke von Level 5 auf Level 31 voll. Bei den normalen Primärwaffen dauert das natürlich ein bisschen länger. Allerdings habe ich lediglich die Kali-Stöcke und die SKS noch offen, dass die überhaupt XP bekommen können. Wenn ich dir helfen konnte, dann hilf doch auch mir und lass ein Like für das Video da. Und wenn du Bock auf mehr Gaming-Content von mir hast, dann abonniere auch meinen Kanal. Viel Spaß beim Waffenleveln, die zwei neuen Season-Waffen sind beide überragend, obwohl sie auch beide ein bisschen kaputt sind. Das war's auf jeden Fall von mir, bis nächstes Mal, ciao!